meine Flauschis, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, nicht das gewohnte Umfeld und ich habe auch jemanden da, beziehungsweise bin bei ihm zu Besuch, bei Joshua. Ja, hallo. Hi. Und vorab, bevor ihr jetzt euch wundert, wir haben auch ein Video auf seinem Kanal gemacht, schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich werde euch in der Videobeschreibung und am Ende in der Endcard auf jeden Fall meinen Link einblenden, nur dass ihr einfach Bescheid wisst. Wir haben uns überlegt, mit welchem Thema wir uns auseinandersetzen sollen und da ist uns aufgefallen, dass es immer wieder Furries gibt, die vielleicht ihr Geld falsch ausgeben oder vielleicht zu vorschnell und zu viel auch vielleicht auch ausgeben. Und deswegen haben wir uns mal mit dem Thema auseinandergesetzt, Furries und Geld, wenn Leute eben zu schnell ihr Geld ausgeben oder vielleicht zu schnell in Fursuits oder Artwork und vor allem zu viel investieren. Zuallererst haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man überhaupt viel Geld im Furry-Fandom ausgeben? Da gibt es hier ein paar Möglichkeiten. Das eine ist, man fährt einfach auf Conventions. Jeder von euch, der vielleicht mal auf einer Convention war, weiß, dorthin zu fahren, dort Geld auszugeben, was zu trinken, was zu essen, Übernachtung, das kostet alles Geld und teilweise nicht mal wenig. Der zweite Punkt wäre Artwork. Und da kann man wenig Geld für wenig Artwork ausgeben, bis hin zu sehr, sehr viel Artwork, was dann entsprechend auch ins Geld geht. Der dritte Punkt ist zum Beispiel, dass man sich einen Fursuit kauft. Für viele Furries ist leider ein Fursuit ein Muss, obwohl das gar nicht so ist. Man kann auch Furry sein, ohne einen Fursuit zu besitzen. Manchmal kommt es bei einigen Leuten auch einfach zu einer Kurzschlussreaktion. Man nehme das Beispiel, dass auf Furby ein Fursuit angeboten wird, vielleicht für ein paar wenige 100 Euro. Und wenn man keinen Fursuit hat und unbedingt ganz dringend einen haben will, dann neigen manche vielleicht auch dazu zu sagen, jetzt schnappe ich zu, jetzt will ich diesen Fursuit haben und es sind zwar 300 Euro, aber vielleicht hat man die gerade so oder gerade so nicht und dann neigt man dazu, vielleicht dieses Geld doch mal auszugeben. Manchmal besteht auch die Möglichkeit, dass man sich einen Fursuit ersteigern kann, wie es zum Beispiel Mixed Candy oder andere große Fursuit-Maker machen. Und die Sache ist, dass man da in einen gewissen Zeitdruck gerät. Man will diesen Fursuit haben, man hat vielleicht in ein paar Wochen, Monaten nicht mehr die Chance, den zu bekommen. Und wie es manchmal auch, wenn man Fernsehen guckt und da diese Shopping-Sendungen guckt, mit es sind nur noch 20 im Angebot und man muss es jetzt unbedingt kaufen, wie es oft bei Rentnern funktioniert, funktioniert das manchmal eben auch bei Furries, wenn Artwork oder Fursuits versteigert werden oder man eben eine Your Character Here Auction die Möglichkeit hat, dort mitzumachen. Mit dem Hobby Furry steht man finanziell allgemein immer ein bisschen schlechter da, weil das Furry-Fandom ist ein sehr teures Hobby, sage ich jetzt mal so. Im Furry-Fandom hat man mehrere Punkte, wo man Geld ausgeben kann. Zum Beispiel gibt es Stammtische, Events, zum Beispiel Cons oder Fur-Dances, Artworks, also Badges zum Beispiel oder Bilder, die man sich an der Wand hängt. Und vor allem, wenn man Freunde besucht. Viele Furries wohnen halt weiter weg und eine Anreise mit der Deutschen Bahn oder mit dem Auto kostet halt viel Geld. Es ist einfach unbestreitbar, dass Furry vielleicht auch teurer ist als die meisten anderen Hobbys. Nehmen wir zum Beispiel mich. Ich spiele nebenbei im Verein Badminton. Ich habe meine Vereinsgebühr von 30 Euro. Und ich muss einmal im Jahr einen Schläger für 30 bis 40 Euro kaufen. Wenn man das aufs Jahr rechnet, habe ich jährliche Kosten von 60 bis 70 Euro. Teilweise ist das für Furries auch einfach nur ein Stammtisch, wenn man bemerkt, es gibt Anreise, man will sich ja auch verpflegen, teilweise kostet eventuell auch die Übernachtung was. Das ist schon ein krasser Vergleich zu anderen Hobbys. Wenn man also vielleicht nur den Mindestlohn bezieht, Schüler ist, Student, Azubi oder im schlimmsten Fall sogar arbeitslos, ist die Situation sogar noch viel schlimmer. Für manche Furries ist dann der Ausweg einfach, Schulden zu machen. Und heutzutage ist das gar nicht so schwer. Egal, ob man jetzt Fernsehen guckt oder ob man ins Internet geht. Nehmen wir diese Smava-Werbung, die ganz, ganz penetrant ist und die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Man kann einen Kredit für 1000 Euro aufnehmen und zahlt etwas weniger als 1000 Euro dann am Ende zurück. Für viele ist die Verlockung groß, sich für einen Fursuit zu verschulden. Viele unterschätzen auch, dass sie danach Schulden haben, die sie wieder zurückzahlen müssen. Zumal man mit 1000 Euro bei einem Fursuit-Maker nicht sehr weit kommt. Und die Frage, die wir uns halt stellen oder die man sich selber stellen sollte, ist es das alles wirklich wert? Für manche Leute auf jeden Fall. Denen geht Fursuit einfach über alles oder auch Artwork. Ich kenne einige Leute, die wirklich sehr, sehr viel Geld für Artwork ausgeben und die regelmäßig immer wieder auf Furaffinity, Facebook, Twitter, auf Telegram immer wieder neue Artworks von sich hochladen. Aber manche vergessen Alltägliches, zum Beispiel eine abwechslungsreiche Ernährung. Es gibt halt Leute, die ernähren sich meistens nur von Nudeln oder Pizza und kaufen nichts anderes, weil sie gar nicht das Geld dafür haben, aber haben dann dafür einen neuen Fursuit zu Hause oder neue Bilder. Und dann gibt es noch Leute, die vernachlässigen die Pflege ihrer Wohnung. Die haben zum Beispiel eine kaputte Couch, einen kaputten Stuhl, da fällt die Tapete von der Wand, aber ein neuestes Artwork muss als Hintergrundbild ihres Gamers-PC drauf sein. Zuletzt haben wir uns dann die Frage gestellt, was sind Joshuas und meine Meinung über die ganze Thematik und alles, was damit zu tun hat. Ich kenne halt leider Fälle, wo Leute relativ nah am Existenzminimum leben und trotzdem immer wieder und wieder und wieder in Furry, egal ob es jetzt Fursuit, Artwork oder sonstiges ist,
immer wieder rein investieren, obwohl sie das Geld eigentlich gar nicht hätten. Und das ist halt so eine Art Teufelskreis, würde ich fast schon sagen, wo man einfach vielleicht nicht ganz so einfach wieder rauskommt. Denn manche haben dann vielleicht auch einfach so einen Kaufrausch von Bildern. Und, was ich ganz wichtig sagen möchte, und da habe ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht, Fursuit ist kein Muss im Furry-Fandom. Viele glauben immer noch diese Tatsache, oder die keine Tatsache ist, dass man einen Fursuit im Fandom braucht, um an eine Convention gehen zu können oder um wirklich vollständig akzeptiert zu werden im Furry-Fandom. Bitte, bitte, keep in mind, behaltet das im Hinterkopf. Ihr braucht keinen Fursuit, auch wenn wir jetzt hier mit Fursuit sitzen, damit ihr ein Bestandteil des Furry-Fandoms seid. Selbst Furtuber stehen teilweise ohne Fursuit vor der Kamera und sind trotzdem Furries. Behaltet das einfach bitte im Hinterkopf, das ist ganz wichtig, weil wir immer wieder Leute sehen, die denken, sie seien keine Furries oder könnten nicht auf eine Convention, wenn sie keinen Fursuit haben. Ich habe mich selbst schon durch Krankheit und das Furry-Fandom verschuldet. Aber ich bin der Meinung, man sollte es nicht tun. Bis man da wieder rauskommt, das dauert Ewigkeiten. Und was auch viele Furries und Menschen vergessen, Miete ist immer am wichtigsten. Egal, ob ihr billige Fursuits seht, gebt eure Miete nicht für Furry-Art oder andere Sachen fürs Fandom aus. Was uns jetzt aber interessieren würde, wie ist das bei euch? Was sind eure Erfahrungen? Habt ihr vielleicht schon mal zu viel Geld für Artwork ausgegeben oder vielleicht auch für einen Fursuit? Schreibt das einerseits unten in die Kommentare, ihr könnt aber auch rechts oben abstimmen, wie das bei euch einfach ist. Ich hau da einfach mal eine Abstimmung rein. Schreibt uns das, das wird uns auf jeden Fall sehr interessieren. Und in diesem Zusammenhang nochmal vielen, vielen, vielen Dank an meine tollen Patrons, alle, die mich hier unterstützen. Vor allem an Nightwolf, an Aquila, an Aboras, an Bleeding Cake und Waldi vom Berg dafür, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt. Und natürlich auch alle anderen weiteren tollen Flauschis, die mit hier auf der Liste sind, die ich jetzt endlich geupdatet habe. Vielen Dank, Freunde. Ihr helft mir wirklich sehr, meine YouTube-Arbeit weiterzumachen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Like und vergesst auch nicht, zu Joshuas Video zu kommen. Das kommt jetzt auch gleich in der Endcard. Ihr könnt mich auch super gerne abonnieren, das könnt ihr über mir machen. Und da könnt ihr auch den Kanal Sprachenwolf abonnieren. Rechts von mir kommt ihr zu zwei weiteren Videos und wir wünschen euch eine super tolle, flauschige Restwoche. Macht's gut, Freunde. Bleibt flauschig. Ciao. Ciao.